Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu neuen Shop Review hier auf meinem Kanal. Heute kommt das Shop Video wieder ein bisschen früher als jetzt die letzten Tage, also am Wochenende, weil ich, wenn ich immer zur Schule gehe, muss ich das ja gezwungen dazu, das früh zu machen. Deshalb kommt das dann auch immer schon direkt. Und jetzt wurde auch in den Neuigkeiten schon mal angekündigt, dass der heiße Sohle Limited Time Mode kommt. Und ich finde, das sieht einfach nach so einem coolen Modus aus. Wenn man sich vorstellt, wahrscheinlich wird es da Grappler geben und alles. Kommt von unten immer höher die Lava hoch. Und ich kann mir das echt richtig nice vorstellen, wenn man dann wirklich High Ground braucht. Und das ist eben halt ein komplett neuer Modus. Das heißt, ich würde sagen, es wird schnell mal rüber in den Item Shop. Hier haben wir auf der linken Seite immer noch die Bestikor-Skins mit den vier verschiedenen Stilen: Schakal, Jaguar, Löwe und Nashorn. Sind auf jeden Fall ganz nette Skins. Mir gefallen die Skins jetzt zwar nicht so extrem, aber hier hinten mit dem Auspuff sieht das auf jeden Fall ganz cool aus. Dann gibt es natürlich auch noch den Rucksack in verschiedenen Varianten. Der Rucksack sieht auf jeden Fall cool aus. Und dann gibt es hier natürlich auch noch die Spitzhacke, die extrem cool aussieht. Hier zum Beispiel als Kettensäge oder mit richtig vielen Auspuffen. Die sehen generell ziemlich cool aus. Ah, lol. So, und dann haben wir noch den Benzingleiter. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus hinten mit dem Feuer. Hier auch wieder nur in verschiedenen Farben. Also die Hängegleiter und die Spitzhacken sind definitiv ganz cool. Die Skins gefallen mir jetzt persönlich nicht so ganz. Da haben wir ganz rechts den Scorpion-Skin. Ist auf jeden Fall ein cooler Skin, wenn ihr den Militär-Style feiert. Ich mag ihn auf jeden Fall. Also für einen grünen Skin ist er vollkommen okay. Kann man sich, denke ich mal, kaufen. Habe ich hier Chromatic. Auf der Kanone sieht die komplett oder sie passt einfach nicht dazu. Ich finde auch so generell sieht die, ist das nicht die beste Tarnung. Ist natürlich ganz cool mit den weißen Elementen hier bei manchen Waffen, aber sonst ist das jetzt kein extrem besonderer Lackierung. Habe ich hier den Trigen Shuffle. Den finde ich ganz in Ordnung. Da bietet jetzt zwar nicht so meins, aber für 500 V-Bucks geht das auf jeden Fall klar. Dann habe ich hier Endlosrad. Flickflack ohne Ende. Ja, ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz cool. Schade eigentlich, dass man sich nicht fortbewegt. Das ist ja cool. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Und ich glaube, da kann man auch coole Trickshots machen, wenn man so hier reingeht und dann so auf einmal sniped. Könnte auf jeden Fall cool sein. Dann habe ich hier die Arktis-Assassinen. Ist eigentlich ein ganz cooler Skin, nur wenn man den mal mit dem Scorpion-Skin vergleicht, dann sieht man, dass sie sehr ähnlich sind und dass der hier eben halt deutlich mehr kostet. Zuletzt haben wir noch die Quietsche-Spitzhacke. Quietscht eben halt. Denke ich mal, sollte klar sein. Allerdings für 1500 V-Bucks weiß ich jetzt nicht, ob man sich die kaufen sollte. Würde ich sagen, switchen wir mal rüber in den Rette die Welt Shop. Was gibt's da drüben heute? Heldenaufträge, ja. Erst am Beute Level 1 hier. Wir haben die Lama-Herde hier. Warum ist das? Sorry, ich wollte nur kurz, dass es nicht dauerhaft im 4 zu 3 Format ist. So ist das doch schon besser. Lama-Herde kann eventuell etwas Gutes rauskommen. Ah, da muss man immer gucken, was letztendlich rauskommt. Lama-Herde normalerweise jetzt eher nicht das Beste. Wenn man guckt, Lama-Herde hat nun die Teile hier.
die gut sind, vielleicht noch die Überlebenden. Und hier hat man immer direkt zwei legendäre Überlebende und eine legendäre Waffe. Deshalb lohnt sich das nicht ganz so. Wöchentlichen und Event-Gegenstands-Shop ist ja nichts Neues. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.